8 Uhr morgens im Stadtteil Gniegl in Salzburg. Johann Holzweber und Kollege Andi sind auf dem Weg zum neu errichteten Breitbandknotenpunkt, um die finalen Arbeiten für die Hausanschlüsse vorzunehmen. Planer Manfred Steiner kommt vorbei, um die letzten Einbauten am Fiber-to-the-Home-Knoten abzustimmen. Von hier aus werden die umliegenden Gebäude mit Glasfaser versorgt. Ich bin heute direkt auf der Baustelle bei meinen Kollegen, um den Knoten, der jetzt im Baulichen fertig ist, dass wir die Ausrüstung abstimmen, dass wir die Montagen der Komponenten und jetzt da einmal in erster Linie der Schränke, der Racks abstimmt, dass man schaut, was da noch zu tun ist, was da noch offen ist, dass wir dann in den nächsten Wochen mit dem Einbau der Geräte und auch noch der Stromversorgung natürlich beginnen können. Bei Fiber to the Home werden Glasfaserkabel bis in die Wohnung nach Hause verlegt. Der Kunde hat dann so ein kleines Kastel im Wohnzimmer oder wo immer er das haben will, wo dann ein Gerät dran hängt, das Internetdienste und Fernsehen zur Verfügung stellt. Das geht zurzeit bis 1 Gigabit und ist aber dann natürlich sukzessive ausbaubar. Die Glasfaser selbst ist eine Zukunftstechnologie, die auch für wesentlich höhere Bandbreiten und Dienste nutzbar wäre. Die Faser selbst ist da in der Hinsicht universell. Es kommt auf den Dienst drauf und geht und die Technologie, die man draufschaltet, und die entwickelt sich natürlich mit der Zeit weiter. Aber die Faser selbst, das Netz, das wir jetzt da vergraben, einbauen und jetzt in Betrieb nehmen, ist auf jeden Fall eine zukunftssichere Technologie. Aber warum braucht es eigentlich so einen Knotenpunkt und ein eigenes Gebäude dafür? Wir setzen in groben Zügen die großen Leitungen, die von der Zentrale aus dem World Wide Web kommen. Mit dem kann man ja im Gebäude nichts anfangen. Das World Wide Web ist zwar gut, wenn es aus der Steckdose kommt, aber nicht wirklich in diesen Dimensionen, wie es mir anliefern. Und dieser Knoten hier dient im Prinzip dazu, dass man die großen Leitungen, die großen Signale auf die Kunden, auf die einzelnen Kunden aufteilen können. Das geht von kleinen Fernseh- und Internetdiensten bis zu 1 Gigabit. Ist dieser Knoten jetzt einmal ausgerüstet oder wird in den nächsten Wochen ausgerüstet. Und anschließend wird heuer noch dieser Knoten in Betrieb genommen und dann sukzessive mit dem Baufortschritt der derzeitigen Ausbauten, die was für Wasser, Strom und so weiter in dieser Gegend gerade passieren, werden auch die Kunden angeschalten. Es rauft jetzt ein Patchfeld rein, wo die Glasfaser dann aufgelegt wird. Und dann einzelnen Verbindungen dann zu den Wohnungen jeweils reingehen. Arbeiten von zu Hause aus ist mittlerweile für viele Standard geworden. Wo es geht, richten sich die Menschen eigene kleine Büros und Homeoffice-Nischen ein. Was beim Arbeiten von zu Hause aus nicht fehlen darf, ist natürlich superschnelles und vor allem stabiles Internet. Ein Grund, warum die Salzburg AG eine Breitbandoffensive gestartet hat. Mit der Breitbandoffensive wollen wir die Lücken im Versorgungsgebiet schließen, damit alle Kunden in Salzburg zu einem leistungsfähigen Internet kommen. Gerade die Corona-Krise hat extrem gezeigt, dass mit Homeoffice oder Homeschooling viele Haushalte mit ihrem bestehenden Internet an die Leistungsgrenzen gekommen sind. Dazu kommt die zunehmende Digitalisierung, dass die privaten und gewerblichen Haushalte immer größere Bandbreiten benötigen und natürlich auch, dass die Wirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Salzburgerinnen und Salzburger mit einem leistungsfähigen Breitbandinternet versorgt werden. Zudem wollen wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Bestandskunden weiterhin bestmöglich erfüllen. Und wir wollen weiterhin Österreichs bester regionaler Internetanbieter bleiben. Um so ein Megaprojekt auch problemlos umsetzen zu können, müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Ja, wir haben gemeinsam mit der Stadt und mit dem Land Salzburg
eine gemeinsame digitale Plattform, das Plan Together, mit dem wir gemeinsam alle Baumaßnahmen abstimmen. Das sind beim Land Salzburg und bei der Stadt Salzburg Straßensanierungsprojekte, Kanalbau, Straßenbeleuchtung und bei uns bei der Salzburg AG natürlich Strom, Wasser, Gas, Fernwärme oder Telekommunikation. Auf dieser Plattform werden alle geplanten Ausbauten auf mehrere Jahre eingetragen und sind für alle ersichtlich. Gemeinsam werden dann die Baumaßnahmen nach Priorität gereiht. Das bedeutet, dass wir uns dann abstimmen und festlegen, wo sind die Ausbaugebiete. Zusätzlich gibt es natürlich auch in der Stadt Salzburg viele Wohnbau- und Gewerbeprojekte, die ebenfalls Auslöser sind für einen Ausbau im Zuge der Netzanschlüsse Fiber to the Home, FTTH, auszubauen. Sommer 2020. Beim Projekt Haunsbergrücken werden Kunden aus den drei Orten Berndorf, Seeham und Obertrum bis nach Hause mit Glasfaserkabeln versorgt. Der Einblastrupp der Salzburger AG belädt den LKW mit Minirohren und Kabeln, durch die anschließend auf der Baustelle das Glasfaserkabel durch das Versorgungsgebiet eingeschossen wird. Nach dem Sichern der Baustelle und dem Abladen der Maschine und der Rohre muss der Schlauch erst getestet werden, sprich die Luft wird aufgedreht und etwaige Steine oder Verunreinigungen herausgeblasen. Anschließend folgt noch ein kleiner Schwamm, der auch die letzten Verschmutzungen beseitigt. Jetzt werden die vier Minirohre in die Maschine eingeführt, gut fixiert und abgedichtet, damit die Luft bei 16 Bar Druck nicht entweichen kann. Bis zu 120 Meter in der Minute schafft die Maschine. Bis zu 2 Kilometer Länge können eingeblasen werden. Sobald die Minirohre eingeblasen sind, folgt das Minikabel. Nach dem Einblastrupp folgt die Arbeit der Spleißer. Sie verbinden die haarfeinen Fasern miteinander. Die Fasern haben dabei unterschiedliche Farben, so weiß der Spleißer auch, welche Fasern zusammengehören. Diese werden abgezogen, geputzt und mit einem Diamantschneider gebrochen, anschließend dann verspleißt. Direkt beim Kunden im Keller wird anschließend noch die Übergabebox gespleißt. Gibt das Modem grünes Licht, ist die Arbeit der Spleißer erledigt. Auch im Stadtgebiet Salzburg wurden 2020 zahlreiche Gebiete mit Breitbandinternet versorgt. Ja, wir haben unter anderem im Jahr 2020 den Ausbau des Bauvorhabens Rauchgründe in Lehn mit insgesamt 240 Wohnungen getätigt. Es wurde auch der Kändlerpark in der Kändlerstraße und Nebenstraßen mit 140 Kunden ausgebaut. Es erfolgte ein Ausbau in der Gneißerstraße beim Friedhof und speziell natürlich unser Ausbauprojekt in der Gniegel, wo wir innerhalb des ganzen Jahres 2020 im Zuge der Leitungssanierungen von Wasser, Gas, Strom auch Fiber to the Home ausgebaut haben. Wie bei so vielen Dingen ist auch beim Breitbandausbau eine gute Planung das A und O. Manfred Steiner plant für die Kunden die Glasfaseranschlüsse, die Struktur und Funktionen dahinter. Im ersten Schritt muss aus den verschiedenen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen aller ein Gesamtprojekt gebaut werden. Das heißt, wir schauen zuerst einmal, wo sind die Kunden, wo ist der Bedarf, wo kann man dann die Knoten, die Verteiler, die Trassen und so weiter setzen. Und dann planen wir auch die Rohrstruktur, die Trassenstruktur, die Faserstruktur für die Errichtung. Im nächsten Schritt betreuen wir dann die Detailplanung, die in einem anderen Bereich gemacht wird, wo genau auf der Straßenseite gehoben wird. Das macht ein anderer Bereich und wir betreuen dort und müssen natürlich laufend umplanen. Damit auch Kurzentschlossene die Möglichkeit auf einen Anschluss haben, muss von vornherein das Netz so gebaut werden, dass genug Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind. Wir nutzen für unseren Lichtwellenleiterausbau, für unseren Fiber-to-the-Home-Ausbau ja auch andere Gewerke. Wir können mitlegen mit einer Wasserleitungserneuerung, mit einer Stromverkabelung,
mit Fernwärmediensten und so weiter und kriegen die Informationen rein in Planform, in Rohform, machen uns dann vor Ort einmal ein Bild, wie schaut es tatsächlich dort aus, und dann findet der weitere Netzplanungsprozess hauptsächlich EDV gestützt im Büro statt, in enger Abstimmung mit den Planern, die dann die Trassen, den Tiefbau, das Graben, wirklich das Aufgraben planen. Für das heurige Jahr 2021 sind Investitionen in der Höhe von 35 Millionen Euro für den Breitbandausbau geplant. Es folgt der Ausbau im Andréviertel, ein zweiter Teil in Gniegel Richtung Pasch und zahlreiche weitere Bauvorhaben, die mit Breitbandinternet versorgt werden. Alle Informationen rund um den Breitbandausbau finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at.